Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner in Hagen. Und heute möchte ich euch Apple CarPlay und Android Auto vorstellen. Speziell im Chrysler Pacifica, obwohl das Modell eigentlich egal ist, weil das Prinzip und das System immer das gleiche ist. Ich habe hier ein iPhone, zeige euch das, wie damit die Verbindung funktioniert und welche Auswirkungen Apple CarPlay hat. Der Grund dieses Videos besteht darin, dass viele Kunden immer fragen, ja, aber haben denn die Autos zum Beispiel Navi? Da sage ich immer, nee, haben die nicht, aber die haben Apple CarPlay oder Android Auto. Dann merke ich immer, die Kunden sagen immer, ah, cool. Aber wenn ich frage, kennen sie denn Apple CarPlay und Android Auto? Nee, kenne ich nicht. Das ist immer sehr witzig, dann erkläre ich den Leuten das. Aber es trocken zu erklären ist was anderes, als wenn ich es euch hier in einem Video vernünftig zeigen kann und kann euch einmal mit der Kamera durch das ganze System führen, wie das funktioniert. Wie gesagt, das System ist autounabhängig. Wir haben Mustangs, Camaros, Challenger, Pacificas, die das alle haben. Jaguar Caravan hat es nicht, der ist vom technischen Stand etwas zu alt. Aber ein Großteil all unserer Fahrzeuge hat dieses System mittlerweile integriert. Das ist auch super geil und super einfach. Wir nehmen einfach nur ein iPhone, stecke ein Kabel dran. Das ist auch kein Apple-Kabel. Ich habe irgendein Universal-USB-Kabel, was ich einfach nur dran stecke. Dann werde ich auf dem iPhone gefragt, wenn ich es entriegelt habe, möchte ich Apple CarPlay erlauben? Dann gehe ich auf Erlauben und schon bin ich verbunden und kann auf dem Display im Auto einen Großteil meines Handys bedienen. Das ist genial und deswegen nehme ich jetzt die Kamera, drehe sie rum und zeige euch, wie es funktioniert. Das ist nun meine normale Radioansicht, wenn alles normal eingestellt ist. Dann habe ich hier unten die Option, auf CarPlay zu klicken. Dann springt das Display automatisch in die CarPlay-Ansicht. Ich habe hier, also Voraussetzung ist, dass mein Handy gekoppelt ist. Beim iPhone geht das einfach so. Bei Android braucht ihr die App Android Auto. Kann man einfach im App Store runterladen. Dann haben wir die Schnellwahltasten Google Maps, Spotify und Telefon. Ich kann jetzt zum Beispiel hier auf Telefon und kann ganz normal auswählen, Kontakte, Anruflisten, Favoriten, wie ich das gewohnt bin. Dann habe ich den Punkt Spotify. Da kann ich über Spotify auch auswählen, was ich hören möchte, was mir gefällt. Wie man das alles auch von Spotify übers Handy kennt. Genauso kann ich Google Maps auswählen, kann hier oben ein Ziel hinzufügen und kann einfach auswählen, was ich möchte, wie ich das gewohnt bin. Und das ist das Geniale daran. Ich kann das ganze Thema intuitiv steuern, wie ich das vom Handy auch gewohnt bin. Außerdem kann ich hier unten noch auf die Gesamtübersicht zurückgehen und kann da auch noch hin und her springen. Und das Ganze sieht 1:1 aus wie auf meinem Handy. Und das ist der geniale Vorteil an diesem CarPlay-System, also Apple CarPlay oder Android Auto. Und ich muss wirklich nur das Telefon anstecken. Guter, positiver Nebeneffekt, das Handy wird automatisch auch immer geladen. Ja, das war die Vorstellung oder die Erklärung zu Apple CarPlay und Android Auto. Da ich es jetzt nur am iPhone gezeigt habe, kann ich euch aber sagen, es ist auf dem Android-Handy eigentlich identisch. Nur da müsst ihr über die App rein und bei Apple funktioniert es direkt. Kabel rein ins Handy, Kabel rein ins Auto, einmal bestätigen, fertig. Aber ich bin von diesem System mega, mega begeistert und finde das einfach genial, weil ihr habt halt heutzutage einen Großteil eurer Daten immer auf eurem Handy und ihr müsst nichts mehr koppeln per Bluetooth, ihr müsst nichts mehr einstellen. Kabel rein, Handy dran, zack, bumm, alle Daten da, alle Kontakte da, alles hinterlegt. Und das ist halt das Geniale. Ja, das war's schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.